Heute geht's weiter in Videoform für unsere neue Haarserie bei der Stuttgarter Straße. Und nachdem ihr jetzt ja schon einige Pflegeprodukte kennengelernt habt, geht's jetzt auch mal zu den Frisuren. Und da möchte ich jetzt mal etwas machen, was eigentlich gar nicht so viel mit mir zu tun hat, sondern ich möchte euch Isis neue Lieblingsfrisur vorstellen. Zumindest ist es meine Interpretation, dass es deine neue Lieblingsfrisur ist, weil du sie oft trägst, was nicht heißen soll, dass es langweilig ist. Ihr braucht dazu Jimmy. Okay, jetzt Ruhe, okay? So. Okay, Selbstbedienung. Also, ihr braucht ein paar Spänkchen, ein Haargummi und Kamm oder eine Bürste, irgendwie sowas. So, dann, eure Haare müssen nicht super glatt sein, also am besten ist das, wenn die so ein bisschen leicht, naja, meine sind jetzt relativ glatt, aber sie können auch ruhig so ein bisschen wellig sein, also wenn ihr vorher mit so einem Dutt schlaft, wird das ganz schön. Dann habt ihr auch ungefähr so, die Isi hat ja auch eher belegte Haare. So, jetzt nehmt ihr die Haare, durchkämmen und ihr geht erstmal so vor wie bei dieser normalen Frisur mit den zwei Zöpfen. Und zwar teilt ihr das hier hinten einfach so mit den Fingern. Ist ein bisschen versetzt, dann holt ihr das nach vorne. Das heißt, die kämme ich jetzt nochmal durch. So. Jetzt nehmt ihr die einfach so und jetzt ja. So, ihr flechtet und flechtet und flechtet und macht erstmal ruhig bis zum Ende. Da müsst ihr jetzt auf nichts irgendwie achten. Sondern das macht ihr ganz normal, wie ihr auch einen Zopf flechten würdet. So. Dann nehmt ihr den Zopf und legt den euch so um den Kopf rum. So. Also ihr legt den euch hier bis zu dem Ohr. Und dann nehmt ihr so Spänkchen. Ja, Spänkchen. Und klippt den erstmal fest. So. Ich finde, hier kann man auch noch eine hinmachen, damit es nicht so absteht. Weil das Teil hier, das steht immer so ein bisschen doof, finde ich. Und was ich auch ganz schön finde, wenn ihr jetzt so einen rausgewachsenen Pony oder einen Pony habt, so wie ich, dann könnt ihr das nehmen, hier so leicht eindrehen. Dann könnt ihr das hier so über diesen Part tun, wo diese... yes. Wo diese Spänkchen sind, da sieht man die nicht mehr. Man muss dann hier so drüber machen und auch nochmal mit einer festklipsen. Das mache ich jetzt einmal ganz kurz. So. Und da wären wir eigentlich auch schon bei Teil 1 von, naja, diesen Frisurenvariationen, weil ich finde, also ich habe das auch schon so getragen. Dann meistens hier noch so ein bisschen lockiger. Das ist dann so. Man kann es auch eindrehen, einsprühen mit irgendwelchem Spray und dann kurz anfühlen und dann bleibt es ja schon ungefähr so. So. Also finde ich auch schon ganz schön. Aber wir wollen ja die Easy-Variante machen. Easy-Variante. Easy. Okay.
So, weiter geht's. Und zwar nimmt sie dann immer diesen Teil, spart die Strähne aus. Hier. Jimmy, geh ruhig runter, da ist Besuch. Also ich würde jetzt hier nicht bis zum Ende flechten, sondern hier unten schon noch so mindestens 10 cm hängen. Das muss ich noch nicht so viel. Schlichten Haargummi einfach zusammenbinden. Jimmys Hundefreund ist gerade unten gekommen, aber irgendwie will er halt nicht runtergehen. Hört ihr das? So. Dann nehmt ihr das hier. Und ich drehe das einmal so. Ich würde das jetzt in dem Fall auch hier so machen. Dann würde ich das hier alles noch so ein bisschen locker machen. Und es soll quasi so aussehen, ein bisschen als würde der Zopf hier so rübergehen und dann hier weitergehen. Dann könnt ihr euch einfach noch einige so wünschen, weil ich habe mir drei Tutorials vorgenommen. Also Nummer 1, beziehungsweise hier mit der kleinen Variation. Dann eben noch das sehr oft gefragte mit den beiden Zöpfen. Und das dritte könnt ihr euch wünschen. Könnt ihr einfach einen Kommentar schreiben oder eine E-Mail, wie auch immer. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich wünsche besonders der Easy einen schönen Tag. Oh, Jimmy. Tschüss.